Hier haben wir also den Kopf von dem 2 Liter TFSI. Du bist im Thema. Ja. Was haben wir hier jetzt? So, hier kann man sehen, da der Dischwinkel. Ja, der ist total vernudelt. Ja, man kann es so ansatzweise, glaube ich, ganz gut erkennen, was da für Narben hier drin sind und richtige Löcherkraterlandschaften. Die entstehen durch Mikroverschweißung, wenn das Ventil in den Sitz abdichtet und dann auch der Wärmetransfer stattfindet. Und wenn die Temperaturen extrem hoch sind, dann verschweißen tatsächlich für Millisekunden Ventil und Sitz zusammen. Und beim Öffnen des Ventils werden also Bruchstücke des Ventilsitzes und auch am Ventil rausgerissen. Das sieht man meistens dann auch sehr schön am Ventil, wenn es dann mal gereinigt ist. Mhm. Ja, also Sitze werden alle gefräst hier, ne? Das sind die Einlassventile. Da kann man auch den Rand sehr schön sehen, wie die eingelaufen sind. Ich versuche auch das mal, leg's mal bitte hier so ein bisschen auf, dass das starr sitzt, genau. Und ich versuche das mal zu fangen. Ob man es da sehen kann. Also so ein bisschen sieht man hier unten die Kante hier dran. Im Live natürlich mit einem gesunden Auge sieht man es besser. Aber das Ventil ist ganz gut weggelaufen. Ne? Mhm. Also die werden auf jeden Fall, und auch ganz interessant, typisches Direkteinspritzerproblem. Ventile sehen aus wie Sau. Ne? Das hat früher im Prinzip nicht gegeben. Das Sau haben sie nicht gehört. Gut, wir werden natürlich alle Auslasssitzringe fräsen. Einlassventilführung kommt neu. Ja. Dann müssen wir auch die Einlasssitze fräsen. Ja. Damit wir Führung und Sitz wieder ins Lot stellen. Ich versuche mal zu fangen, damit man sehen kann, wie das eiert. Wie heftig das ist. Ja. Ich glaube, das sieht man sogar mit der Kamera, ne? Genau. Einlassventile werden wir wieder verwenden. Natürlich ein Koken, Tischwinkel schleifen. Ja. Und dann sieht er wieder. Vielleicht da gerade am Rande. Wir sind gerade in dem Thema Reinigung, Ansaugbrücken und Kanäle und so weiter. Wir werden uns da auch entsprechend ausrüsten und neu aufstellen in Bezug auf Reinigungsgeräte. Da wird also in Kürze von uns auch was kommen. Nicht, weil wir in Konkurrenz zu anderen Unternehmungen sind, die auch hier, glaube ich, schon im Internet was gezeigt haben, sondern einfach, um auch Ihnen darzustellen und darzulegen, dass wir auf dem Gebiet was machen und machen müssen, weil die Direkteinspritzer-Technologie verlangt das einfach, weil die an der Stelle nicht hundertprozentig ausgereift ist. Gut. Ja. Unsere neuen Auslassventile sieht man hier schon, ne? Genau. Ja, da sieht man mal alt und neu nebeneinander. Und genau, wird man die jetzt den Tischwinkel neu schleifen, dann wäre der Rand so dünn, dann würden die verbrennen. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Auslassventile sind in der Regel stellitbeschichtet. Genau. Ne? Oberflächennitriert oder stellitbeschichtet. Und wenn man die dann schleift, dann sehen die vielleicht auch noch toll hinterher aus. Aber die harte Schicht, die Panzerung, die ist dann weg. Und so ein Ventil hält dann, ich sag mal, nur noch bedingt lange. Dann ist nach 10, 15, 20.000 Kilometer unter Umständen Schluss und hinterher kratzt man sich am Kopf, warum das wohl so ist. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Panzerung des Ventiles durch das Schleifen dann entfernt worden ist. Da muss man also immer gucken, was hat man vor sich, mit was für Ventilen arbeiten man, und nicht jedes Ventil kann man bedenkenlos jederzeit unbegrenzt nacharbeiten. Ja, ich denke, das war es erstmal an der Stelle, gell? Genau, wir schauen uns jetzt mal gerade die Auslassführung an, ganz minimal. Meistens und oft, oder nicht selten, ist es umgedreht, aber das hier kann man durchaus mit leben. Man kann es jetzt definitiv natürlich übertreiben. Neu ist noch ein kleines bisschen besser, aber damit fährt er noch ewig und 3 Tage. Da braucht man nichts machen. Das Einlass sieht viel schlimmer aus. So, wir können also hier sehen, wir haben die Steckachsen gezogen und die gucken uns gerade mal hier auf dem Boden liegend an. Da ist auch ein Lager dran. Hier vorne sitzt dieses Lager. Da muss man sich natürlich immer genau angucken, ob da irgendwelche Beschädigungen sind. Ja. Hier ist alles tadellos. Das lassen wir also so drin. Das sieht jetzt nicht schön aus. Klar, ist ein bisschen nass und hat was gerostet in dem Auto. Aber das ist okay. Viel lustiger ist, oder für den Kunden gar nicht lustig, das ist unsere Kupplung. Da hat man aber schon vermutet, dass da Krankheiten bestehen. Und das gucken wir uns jetzt mal gerade hier an. Also hier ist das Ausrücklager. Jetzt kann man sehen, die Abdrücke, wie tief die... Normalerweise ist die Fläche glatt gerade. Und das ist total, da das noch nicht auseinandergeflogen ist, ist auch alles. Okay. Ja, das ist total. Man kann aber auch in dem Kupplungsgehäuse selber sehen, ne, was, naja, dass da ein gewisser Ruß oder eine Ruß. Abrieb. Abrieb ist. Dankeschön, Martin. Das ist vollkommen normal. Hier ist schon einiges an Schicht drauf. Wenn das Auto jetzt viele Kilometer runter hätte, könnten wir jetzt auch sagen, okay. Ist auch normal, aber der hat ja so viele Kilometer nicht gelaufen. Und wenn der Kunde sagt, er hat das Auto in keinster Weise in irgendeiner Form beansprucht,
passt das auch nicht so doll zusammen. Jetzt gucken wir uns immer mal die Kupplung an. Genau. Die Mitnehmerscheibe. Ja. Reibscheibe. Hier, genau. Ja. Da das sind komplett weg. Man muss sich nicht zwingend nach den Rillen halten. Ne? Also, aber wenn keine Rillen mehr da sind hier, dann ist das ein ganz klassischer Indiz dafür, dass die Kupplung auf jeden Fall tot ist. Andere Seite ist, glaube ich, auch schon ziemlich plattig. Okay. Ja, alles klar. Ja. Das ist also Kernschrott. Dann sieht man hier auch, wie die Kupplungsanlagefläche Farbe aufgenommen hat. Ja? Ja, Druckplatte. Ja, wird dann im Zuge eines Kupplungstausches mit erneuert. Und jetzt wird es auch geil. So, hier haben wir da zwei Massensprungrad. Und erstmal ist sie total ausgeschlagen, ja, das wackelt hin und her. Man muss dabei sagen, ein bisschen darf es ja machen. Also es gibt dann jeweils Vorgaben vom Hersteller, wie viel diese sich verdrehen dürfen, was sie für ein Kippspiel haben dürfen. Aber hier, sie haben ja hier Seitlingenversatz in dem Grundgehäuse drin. Das Ding ist also Kernschrott. Das heißt aber für den Kunden leider Gottes, ich bin wieder der Überbringer der schlechten Nachrichten. Früher hat man den Überbringer schlechter Nachrichten den Kopf abgeschlagen. Eigentlich kannst du den anrufen, den Kunden, oder? Ja. Können wir machen. Die Morlock-Maschine kommt. Okay. So, alles klar. Ja, also guckt es auch komplett das ganze Programm neu. Ne? Das ist Schrott. Ja, dann sieht man es nochmal. Kannst du mal hin her kippen? Ja. Hier ist nichts mehr zu retten. Das muss auf jeden Fall neu. Ich rufe den Kunden an nach der Mittagspause. Und dann können wir den Kunden, jetzt haben wir eigentlich den Überblick über alles. Einspritzdüsen haben wir auch. Die sind auch. Der Kunde kriegt also die volle Bandbreite der Eventualposition ab. Das ist eine unglückliche Geschichte. Wir machen das äußerst ungern, aber wenn wir unsere Angebote erstellen, dann schreiben wir schon immer rein, das und das und das könnte noch kommen. Mit der Kuppelwellengeschichte und so weiter hat er Glück gehabt, da ist also gar nichts dran großartig. Aber hier kriegt er natürlich volles Programm aufgebrummt. Aber so ist es. Wir können da auch nichts für. Das ist eben das Material, was uns hier hingestellt wird. Und man muss eben jetzt sehen, dass man den Burschen wieder topfit auf die Straße bekommt. Und da wollen wir eben bei helfen. So, hier haben wir schon Teil unseres Aggregates liegen, was im Wiederaufbau ist. Der Martin schraubt das jetzt gerade zusammen alles und bereitet das auch entsprechend vor. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel unten das Gehäuse, was wir erneuern mussten. Wir erinnern uns, dass wir am Kettenspanner Kunststoffreste gefunden haben. Das stammt alles vom alten Gehäuse. Das ist das neue Ventil, was jetzt eingebaut worden ist dazu. Unterbau ist schon soweit im Rückbau. Kurbelwelle ist montiert, Kolben sind montiert. Das gucken wir uns auch gleich mal von oben an, wenn wir dann den Motor mal umdrehen. Ne? Hier hängt schon ein Teil unserer Steuerkettengeschichte, unserer neuen. Ne? Wir machen die kompletten Gleitschienen, die Räder, die Zahnräder. Von den beiden Ausgaswellen. Genau. Machen wir sowieso die Steuerkette mit neu, mit den neuen Zahnrädern und sowas. Gleitschienen, Spanner, das kommt sowieso alles neu. Okay. Da zeigen wir gleich mal von oben. Wir haben auch jetzt neue Kolben drin. Bei denen muss man nicht bohren. Wir hatten nur nachgehont und liegen also noch voll im Maß, so wie die Werkstoleranzen das entsprechend vorschreiben. Und haben jetzt neue, modifizierte Kolben mit breiteren Ölabschleifringen drin, eines namhaften deutschen Herstellers. Und es wächst so langsam alles zusammen. Hier haben wir also den Zahnriemen, den Antriebsriemen, mit dem nachher die Drehbewegung über die Welle, sag ich mal, auf die Wasserpumpe geschaltet wird. Die Wasserpumpe sitzt hinten, ne? Genau. Okay, gut. Genau. So, ich versuche mal hier durchzuklettern. Hier hinten haben wir dann den Wellendichtring oder die neue Einheit hier mit dem Wellendichtring für die Kurbelwelle, Getriebeseite. Muss man natürlich immer grundsätzlich erneuern. Alles andere würde zwangsweise dazu führen, dass sie hinterher mit Undichtigkeiten zu kämpfen haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das auch hier so ein Teflonring, ja, ne? Oder auch so ein Dichtring? Genau, das ist ein, wie nennt sich das, PTFE? Ja, okay. Hier haben wir unsere Dichteinheit hinten auf der Getriebeseite. Wellendichtring beachten, Einbausituation beachten. Bei vielen der neuen PTFE-Wellendichtringen muss man ganz klar darauf achten, dass man den nicht einölt, dass man nicht fettet und dass man den genügend Ruhezeit gibt, nachdem man montiert hat. Man sagt eigentlich mindestens 4 Stunden genau, damit sich die Wellendichtringlippen, sage ich mal, auf die Welle anlegen können und genügend Zeit haben, diesen Prozess entsprechend durchzuführen. Nur dann ist sichergestellt, dass hinterher auch eine dichte Abdichtung erzielt werden kann. Gut, ich denke, das war es an der Stelle erstmal wieder gewesen und der Martin
Der meldet sich, wenn wir ein Stück weiter sind. Genau, ich mache jetzt die Ölwanne, baue ich jetzt drauf. Und dann drehen wir den Motor um und dann sehen wir den Motor von oben mit den neuen Kolben, die Zylinderlaufbahn, die neu gehont ist. Da zeigen wir gleich. So, und der Martin, dass man mal sieht, ne, der steht wieder hier mit dem Kaffeebecher. Genau, so wie der Zeit. Was soll denn das? Okay, alles klar. So, jetzt sind wir mit unserem Motor von Kunden des Audi A5 2 Liter TFSI weiter in der Rückbauphase und ich muss mich korrigieren. Jetzt sehe ich nämlich gerade, jetzt ist der neue Riemen erstmal drauf, eben war noch der alte drauf. Das ist durch die Kamera, wenn ich da durchsehe, immer nur bedingt zu sehen. Hier kann man jetzt auch die neue Wasserpumpe dann schon sehen, die jetzt auf das Gehäuse entsprechend montiert ist. Und jetzt wird das Ganze verheiratet, Wasserpumpe eben entsprechend montiert, das Ganze. Und mit dem Zahnriemen dann auch verbunden und dann ist das Thema hier an der Stelle auch schon wieder ein Stückchen weiter. So, unser Aggregat unseres Audi A5 2.0 TFSI, der wächst zusammen. Und hier kann man jetzt schon sehen, die neuen Motorlager sind montiert. Hinten, genau, Wasserpumpe ist auch. Wir können das Ganze mal mit Licht darstellen, das sieht man auch ein bisschen mehr. Wasserpumpe ist montiert, neue Zahnriemen sieht man hier. Hier die weißen Punkte, die bedeuten für unseren Mechaniker, dass er im Prinzip weiß, wie weit hat er die auf Drehmoment und so weiter schon angezogen mit Drehwinkel. Hier haben wir den Blick auf die Zylinder. Nachgehont, neue Kolben rein, Steuerkettensätze, ein Teil davon, was man hier sehen kann, ist schon entsprechend vormontiert, so wächst das halt jetzt Zug um Zug zusammen. Auf der Seite, genau, hier wird auch ein neuer, neues Motorlager nachher später sitzen, das haben wir jetzt noch nicht installiert, können wir aber dann im Abschlussvideo zeigen. Hier sehen wir mal einen Teil der Altteile, hier haben wir im Prinzip die Spanneinheit sitzen. Das Zahnrad, was praktisch den Steuerkettentrieb nach oben darstellt und auch den Antrieb der Ölpumpe. Dann haben wir hier Gleitschienen mit Unterdruckstücke und so weiter. Die Riemenscheibe wird natürlich später noch montiert, entsprechend auch mit neuen Schrauben etc. Ja, hier, das war der Bauteil, wo wir seinerzeit auch den Dreck hier noch dran sehen. Ne? Und die Kunststoffteile, die wir unten aus dem Gehäusekäfig praktisch dann entfernt haben und wo wir sehen konnten, wo sie auch letztendlich wirklich herkamen. Genau, das ist der Spanner von den Ausgleichs... Ja, nicht welcher Bord für eine Störung. Genau. Nee, das hier ist der Spanner von der Hauptsteuerkette. Ja. Das ist der Spanner von den Ausgleichswellen. Die Ausgleichswellen, die laufen dann hier über das große Zahnrad. Die Hauptsteuerkette, hier wird das kleine und hier wird die Ölpumpe angetrieben. Ja. Die Zahnräder muss man dann eben angucken und dementsprechend bewerten. Wenn Einlaufstellen zu erkennen sind, dann muss man die natürlich entsprechend auch erneuern und austauschen. Haben wir in zig anderen Videos auch gesagt, man hat immer das Problem, wenn sie Altteile da drin lassen, verschleißen auch ganz schnell die neue Zahnkette und auch die unterliegt dann einem vorzeitigen Verschleiß. Das ist nicht sinnhaft, also dann wirklich konsequent sein und austauschen. Hier haben wir jetzt im Prinzip die neuen Zahnräder, Einheiten drauf und auch drin. Und jetzt schrauben wir den Zug um Zug zusammen. Hier ist jetzt noch der Spannstift drin, die Sicherungsstifte. Und da fällt vom anderen Auto auch schon Bauteil ab. Gut, okay. Wir montieren jetzt gerade die Nockenwellen und sehen jetzt hier im Prinzip im Blick von oben auf den Zylinderkopf. Man kann die Ventilfedern so sehen, die Rollenhebel darüber und die Nockenwelle, naja, die sitzt jetzt praktisch über den Rollenhebel und der Martin montiert die jetzt mal gerade. Ja, so sieht es im Prinzip aus. Hier haben wir einen Blick auf die Einlasskanäle. Die Schieberplatten sind im Moment noch nicht drin, aber man kann eigentlich ganz gut sehen, dass hier ein gewisser Reinigungsprozess stattgefunden hat. Und so muss es auch sein und so sollte es auch sein. Also wir werden in Zukunft mit solche Sachen auch mit Valno strahlen können. Das heißt, wenn hier starke Verschmutzungen drin sind, durch Verkokungen, die beim Direkteinspritzer heute leider Gottes üblich sind, liegt aber in der Natur der Sache, dann kann man jetzt in Zukunft ohne Abbau des Zylinderkopfes nach Demontage des Saugrohrs hier diesen Bereich komplett strahlen und reinigen und hat dann damit auch wieder den Effekt eines sauberen Motorlaufes. Viele haben dann da Probleme, Zündaussetzer, Probleme, Kraftstoffmangel in den Zylindern, Luftmangel in den Zylindern
Und in diesem Fall, also Kraftstoff kommt rein über den Direkteinspritz, aber Luftmangel in den Zylindern. Und das kann man dann damit beseitigen, wenn man eben diese Bereiche strahlt. Gut, also so sieht es von oben aus. Hier haben wir jetzt eine Kiste noch mit Teilen, die dann später montiert wird. Steuergehäusedeckel ist noch nicht drauf. Jetzt haben wir einen Blick hier vorne. Tja, ob die Steuerkette so richtig ist, wahrscheinlich noch nicht. Natürlich gut. Ist sie richtig. Genau. Also Nockenwellen, alles werden jetzt montiert. Und dann schauen wir uns später mal das komplette System an, wenn die Steuerkette und alles montiert ist. So, wieder ein Stückchen weiter bei unserem Audi A5 Motor. Und hier gucken wir jetzt mal auf die Steuerkettensätze hier vorne, die auch im Prinzip jetzt fertig montiert sind, mit dem neuen Lagerbock als Einheit hier vorne. Und ja, gibt es da irgendwas zu sagen? Gleich kommt der Deckel drauf, ne? Genau, jetzt Steuergehäusedeckel drauf. Machen wir grundsätzlich neu. Allein schon deshalb, beim Runtermachen haben sie sehr oft die Situation, dass diese relativ sensiblen Deckel sich dann verbiegen und dann werden die wieder angepappt mit jede Menge Dichtungsmaterial und Silikon und. 50% sind hier nicht dicht. Ne? Also den Deckel erneuern wir grundsätzlich, machen den neu. Es sei denn, der fällt uns wirklich entgegen, aber ansonsten sollte man da auf Nummer sicher gehen. Ja, hier oben, ne, neues Lagergehäuse drin, ne, für die Nockenwellenlagerung. Genau. Deckel ist schon drauf. Ne, Steuerketten sitzen jetzt auch. Hier kann man jetzt auch die Markierung von den neuen Steuerketten entsprechend sehen, die Positionsmarkierungen sind für die Montage, die erleichtern das Ganze dann so ein bisschen. Und hier sieht man jetzt eigentlich das Ergebnis, es wächst zusammen. So, hier haben wir den Motor komplett zusammengebaut von einem Audi A5, 2 Liter TFSI. Und ja, dann werden wir den Burschen jetzt einbauen. Das ist jetzt die alte Kupplung, die alte Druckplatte, die alte Mitnehmerscheibe und das kaputte Zweimassenschwungrad. Hier haben wir schon den Kupplungskit komplett neu von Look mit Ausrücklager, alles was dazugehört. Und die neue Kupplung werden wir dann einbauen und dann hängen wir den Motor rein und dann sind sie auf jeden Fall dabei. Unser Audi nimmt Form an, oder beziehungsweise der Motoreinbau nimmt Form an. Martin, was fehlt uns hier? Ja, Motor ist drin. Ja. Verkabelt ist er auch. Anbauteile sind drauf. Eingebaut ist er mit neuer Kupplung, Zweimassenschwungrad. Und jetzt kommt die Front drauf und dann wollen wir schauen, dass wir den heute zum Start kriegen. Gut, Riemen sind neu, Ölfilter schon neu dran. Vorbefüllt. Steuergehäusedeckel vorne grundsätzlich auch zu erneuern. Ne? Wir haben gerade eben wieder einen Hilfeanruf gekriegt von jemandem, da er hat bei VW alle Steuerketten und so weiter neu geholt. Die Werkstatt hat eingebaut. Ergebnis ist, Auto hatte Meldung drin, Auslasswellen, Nockenwellenversteller und so. Also Gespräch ist 5 Minuten her, läuft nicht mehr. Werkstatt hat nachgebessert, nochmal alles auseinandergebaut, wieder zusammengebaut. Gleicher Fehler ist wieder drin. Ich sage, ist Auslassnockenwellenversteller und so weiter. Oder beziehungsweise sind überhaupt die Versteller geprüft worden, wo, nach welcher Anleitung wurde gebaut. Und dann fing das schon an, dass da jede Menge, naja, Unwissen seitens der Werkstatt drin war. Heißt nicht, dass wir alles können, um Gottes Willen. Aber dass an diesen Motoren mit gefährlichem Halbwissen geschafft wird. Und das führt natürlich auf beiden Seiten zur Katastrophe. Beim Kunden wie auch bei der Werkstatt. Und jetzt ist die Streitfrage da, wer übernimmt das und was ist los? Der Kunde hat ja selber die Teile geholt, obwohl die jetzt von VW waren. Ob ich da ein Freund davon bin oder nicht, dass der Kunde selber die Teile mitbringt, lasse ich mal dahingestellt. Aber grundsätzlich bei Original-VW-Qualität ist ja erstmal nichts dagegen einzuwenden, wenn die Werkstatt da mitgeht. Und wenn aber das Ergebnis nachher nicht stimmt oder vielleicht diverse Vorprüfungen nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sind, tja, dann geht die Fehlersucherei und der Schuldspruchzuweiserei los. Das haben wir Gott sei Dank nicht, denn wir versuchen immer
das Risiko voll auf uns zu nehmen. Das heißt, wir machen alles von Anfang bis Ende. Dann weiß ich auch, wenn ein Fehler passiert, dann haben wir den auch selber zu verantworten und verbockt. Und dann gibt es auch die Schuldzuweisung nicht. Mag vielleicht 1 oder 2 Euro teurer sein, in Anführungsstrichen, ist natürlich ein bisschen mehr. Aber das Ergebnis am Ende ist auch wahrscheinlich besser. So, okay. Ja, neue Luftfilter drin? Alte Luftfilter? Alles neu? Alles neu. Luftfilter ist neu, okay. Na gut. Das ist zum Beispiel der alte. Okay. Ja, jetzt sieht man hier allerdings, ne, hier ist eine Ecke ausgebrochen, das war aber auch schon früher so. Ne? Hier sieht man, das ist ein alter Bruch, nicht, dass jetzt einer sagt, hier ist was nicht ordnungsgemäß montiert worden. Ist aber luftdicht da an der Stelle, ne? Also er zieht keine Nebenluft. Das guckt man natürlich dann schon an entsprechend. Man kann das jetzt auch noch kleben und etc., aber Nebenkriegsschauplatz. Auspuff ist ausgebohrt worden, glaube ich, ne? Das hast du alles nachgearbeitet. Die sind hinten. Okay, jetzt kann man hier in der Tiefe da unten da was Glänzendes sehen, neben dem Cut, ne? Da war jetzt also die Auspuffanlage draußen gewesen und da wurden dann entsprechend dann neue Schrauben mit eingesetzt. Da sind normalerweise Gewindestifte mit drin, die da drin sitzen. Ne? Ja gut, dann warten wir es mal ab, bis dann hier soweit alles fertig ist. So, und Audi wächst also auch hier wieder weiter zusammen. Die Front hast du schon drin, Martin, ne? Die Front ist drin, genau. Klimaanlage ist wahrscheinlich noch nicht gefüllt, aber nein. Kühler ist schon angeschlossen. Und das ist alles angeschlossen. Die Klimaanlage, bevor jetzt der Plastik draufkommt, werden wir jetzt füllen. Damit man sehen können, ob irgendwie Undichtigkeiten sind oder sowas. Genau. So sieht man das eigentlich am besten. Bei solchen Sachen können wir auch immer hergehen, Klimaanlagen. Ne? Wir haben die, ich weiß nicht, ob wir in dem Video oder in den einzelnen Steps schon drauf eingegangen sind. Wir stopfen die Klimaanlage immer ab. Wir nehmen da kleine Luftballonchen und sowas für. Oder man kann auch Stopfen dafür nehmen. Das ist wichtig, damit die Klimaanlage kein Wasser zieht, ne? Weil die Anlagen sind dafür bekannt oder das Kältemittel ist grundsätzlich dafür bekannt, dass es auch hygroskopisch ist. Wasser wird gebunden und viele Werkstätten beobachte ich immer wieder dabei, dass die dann evakuieren und dann lassen die so 15 Minuten evakuieren und denken, damit hätten sie was Gutes gemacht. Wenn so eine Klimaanlage über 1, 2, 3 Wochen oder manche Autos, wenn ich die auf den Höfen, dann stehen ein halbes Jahr mit offener Anlage, dann können Sie die da einen Tag evakuieren. Das macht aber kein Mensch. Und dann ist vorprogrammiert, dass die Klimaanlage ein halbes Jahr später unter Umständen in der Ecke liegt und kaputt ist. Und dann kratzt sich jeder im Kopf, warum das so ist. Und in der Regel trägt das der Kunde mit seinen Schultern. Und das muss man natürlich vermeiden. Also abstopfen, dicht machen, gegebenenfalls neuen Trockner reintun. Gut, Klimaanlage ist jetzt nicht unser Kernthema hier. Will damit nur sagen, dass es wichtig ist, die leer zu machen. Und ich wollte auf den eigenen Punkt zurück, nämlich man kann also auf jeden Fall vorher eine Formiergasprüfung machen. Wir haben hier Kältemittel abgesaugt, da waren noch 81 Gramm drin. Wie viel gehören rein? 560. 560. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, eine Klimaanlage verliert zwischen 2 und 8%. Manche sagen auch 10%, andere sagen 5%. Aber es ist ganz normal, dass ein bisschen an Kältemittel pro Jahr verloren geht. Das heißt, gut, wenn die Klimaanlage dann eben einen gewissen Prozentsatz verloren hat, irgendwann misst der Drucksensor in der Klimaanlage, hier ist was falsch, wir haben zu wenig an Druck zur Verfügung und schaltet die Klimaanlage ab. Die Leute meinen oftmals, gerade in Winterzeit, die Klimaanlage funktioniert trotzdem noch irgendwie. Aber das ist die Kaltluft, die von außen vielleicht noch kälter einströmt als das, was man im Auto innen drin schon hat. Mit 81 Gramm kann so eine Anlage im Prinzip dann nicht mehr laufen, das ist ganz klar. Dann gehen wir her und bieten im Vorfeld gerne auch an, wenn man nicht weiß, ob die jetzt über normale Alterung eben ausdiffundiert hat oder ob es daran liegt, dass so ein Klimakondensator wie hier vorne praktisch statt Bauteil durch irgendeinen kleinen Steinschlag oder Korrosion und so weiter undicht geworden ist, dann drücken wir die ab mit Formiergas. Das heißt, die Anlage wird dann ungefähr mit 20 Bar abgedrückt. Das heißt, sie muss leer sein, das ist klar. Und dann wird die mit dem Formiergas abgedrückt. Und dieses Formiergas, das lässt sich sehr gut mit einem Spezialgerät erschnüffeln. Diese Spezialgeräte, die erschnüffeln ungefähr, wenn sie gut sind, einen Verlust pro Jahr von ungefähr 2 bis 4%. Das erschnüffeln die. Das heißt, mit dem Gerät kann man dann überall lang gehen, vorne im Bereich des Motorraums, im Kompressor oder auch im Innenraum können Anlagen natürlich mitunter undicht sein. Und das können Sie damit sehr gut erschnüffeln. Aber das kostet natürlich alles zusätzlich Geld. Da muss man mit dem Kunden dann absprechen. Ansonsten muss man eben so ein bisschen Risiko fahren, sagen, wir füllen die Anlage wieder, müssen dann eben gucken, was passiert, wenn die nach einem halben Jahr dann wieder leer ist. Dann wäre es so, man kann zusätzlich Kontrastmittel mit reingeben. Das hilft hinterher dann insofern,
dass dieses fluoreszierende Mittel, was dem Kältemittel beigegeben wird, dass das mit UV-Licht und entsprechender Brille ganz gut beim Austreten erkannt werden kann. Das heißt, im dunklen Raum oder abgedunkelten Raum, wo es nicht ganz so taghell ist und man geht dann mit der Brille und mit der Lampe lang, kann man ganz gut dann irgendwo an irgendeiner Stelle dieses fluoreszierende Mittel sehen und sieht auch darüber rein optisch, dass Verluste vielleicht da sind oder an irgendwelchen Leitungen etc. So, da war ein Ausflug in die Klimageschichte, wollen wir mal wieder verlassen. Also wir haben hier soweit alles so fertiggestellt, glaube ich, ne? Ja. Optisch ist er zumindest mal trocken, Finish hat er noch nicht bekommen, aber gelaufen ist er schon, das weiß ich, das ist das Gemeine, da waren sie natürlich nicht dabei, da machen wir manchmal alleine, ohne sie, aber wenn wir jetzt die Endinbetriebnahme machen, dann sind sie auf jeden Fall dabei. Also ich kann ihn vorwegnehmen, sieht ganz gut aus. So, Finish bei unserem Audi, 2 Liter TFSI. Wir erinnern uns, da ist einiges gemacht worden. Ich gehe jetzt nicht mehr extra und explizit darauf ein, was gemacht worden ist. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal das fertige Ergebnis an mit neuen Einspritzdüsen. Da bitte nicht von täuschen lassen, diese Einspritzdüsen, piezogesteuert, Magnetventile drin, die sind natürlich relativ laut. Ne? Also von daher, was Sie jetzt so ein bisschen hören, sind die Einspritzventile. Ansonsten, das Auto läuft richtig gut, Probefahrt ist gemacht. Genau. Ne? Wir haben jetzt die ersten 30 Kilometer hinter uns und ja, vielversprechend. Ne? Okay, dann bitte mal starten. Ja, ist tiefer gelegt, der Mann kommt schon nicht mehr ins Auto rein. Ja. Der Bauch ist zu dick. So, das hört sich also schon mal sehr gut an. Eigentlich gibt es da nichts mehr großartig hinzuzufügen. Ich glaube, wir können unsere Probefahrt hat sie gemacht und bezüglich Ölundichtigkeiten alles geprüft. Sieht alles gut aus. Trocken, keine Fehler drin. Jetzt muss man mal gucken. Das Auto ist irre tief. Ne? Man kann das schon sehen, wie die Räder hier im Radkasten hängen. Da ist es schon bei uns ein Kunstwerk, die Einfahrt hochzukommen. Nicht ohne das Teil. Ne? Ist also wie ein Go-Kart. Lange Rede, kurz Sinn. Ich würde sagen, Deckel drauf. Und Klappe zu, Affe tot, sagen wir immer. Ne? Letzte Aktion. Aufkleber sind alle drin, Schildchen sind alle drin. Ne? Das ist einmal genau. Klima. Eine Klimaanlage. Und dann unser typischer Aufkleber, der immer anzeigt, was ist alles gemacht worden. Diverse Sachen werden natürlich auch in der Servicemappe entsprechend nachgetragen. Und dann ist unsere Arbeit an der Stelle eigentlich erledigt. Und wir können den Kunden informieren und das Auto kann dann abgeholt werden. An der Stelle bleibt mir nichts mehr zu sagen, wie Sie kennen schon. Groß in die Welt, machen Sie es gut. Tschüss Martin. Tschö. Bis dahin, steife Ohren, ciao.